Ich bin natürlich jetzt hier etwas laut, aber das hörst du jetzt hier nicht. So, kann gut. Ich zum Werk kommen einfach. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Nein. Ich würde mich so hinstellen, dass es irgendwie cooler ist. Stell dich mal so hin, wie du es am besten finden würdest. Ja, doch. Ja, sehe ich gut aus, ne? Fühl ich. Fühl ich. René Schmidt-Spruch. Fühl ich. Ach so. Ist safe so. Das ist safe. Ja, ist halt nie Grinch. Und außerdem bist du auch total lost. Aber gut. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video der Firma Falkner Sicherheitstechnik. Heute wollte ich mal auf unsere Firma so im Generellen eingehen und wollte eigentlich mal versuchen zu erklären oder aus meiner Sicht zu erklären, was zeichnet denn Falkner so aus? Gibt es natürlich viele Punkte, geht dann gleich auf einen speziellen Punkt ein, aber am Ende ist es bei uns, wir sind über 70 Mitarbeiter, wir sind in Dresden und Umgebung hervorragend aufgestellt mit 3 Ladengeschäften, 5 Niederlassungen, haben über 30 Autos draußen rumfahren, haben 24 Stunden Schlüsselnotdienst, bieten im Bereich der Sicherheitstechnik wirklich von A bis Z alles von der Alarmanlage bis zum Zweiradschloss, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, wir haben da schon mehrmals drüber gesprochen, ist alles da. Haben ein wahnsinniges Know-how mit den über 70 Leuten, haben alle möglichen Zertifizierungen, die man so benötigt, also VDS und auch die DIN-Zulassung haben wir alle und haben natürlich mit über 55 Jahren auch eine wahnsinnige Erfahrung, auf die wir zurückblicken können. Erfahrung auch, was für Produkte von welchen Herstellern sind verlässlich im Markt. Auch bei uns in der Sicherheitstechnik kommen immer wieder neue Produkte dazu. Die gucken wir uns aber immer erstmal im Detail an. Und erst wenn wir sie selber für gut empfinden, werden wir sie auch euch empfehlen und auch Videos drüber machen. Warum? Ganz einfach. Erstens haben wir keine Lust, unseren eigenen Namen zu ruinieren. Ihr würdet immer sagen, Mensch, der Falkner, der hat mir hier was Schlechtes verkauft. Das ist ein Thema, was wir unbedingt umgehen wollen. Und das zweite Thema ist natürlich, dass wir die Reklamationen, die ihr dann habt, die berechtigten Reklamationen, die ihr hättet, auch bearbeiten müssten. Und das ist auch nie in unserem Sinne. Wir wollen zufriedene Kunden haben. Wir wollen euch was einbauen, was funktioniert. Natürlich kann es, da bin ich realistisch, auch mal punktuell auch mal zu einem Problem führen. Wir machen immer eine Reklamationsauswertung für jedes Produkt einzeln und sobald das eine gewisse Prozentzahl überschreitet, fliegt das Produkt bei uns auch raus. Aber es gibt natürlich Fälle, was eine Reklamation heißt, auch nicht immer klar, dass das Produkt dran schuld ist. Wir kriegen zum Beispiel fast jeden Tag hier im Großhandel Zylinder eingeschickt, wo gesagt wird, hier, die gehen nicht mehr, Reklamation. Und wir stellen dann bei jedem zweiten Zylinder fest, ja, Zahnstocher reingesteckt, Kaugummi, was auch immer, Manipulation am Schloss nennen wir das. Da kann es natürlich nicht funktionieren, ist das Schloss jetzt nie wirklich für nie dran schuld, sondern da ist eben manipuliert worden, Vandalismus. Aber der letzte Punkt, der für mich wichtig ist, deswegen stehen wir jetzt auch hier, ist, was zeichnet uns aus? Das ist die Lieferbereitschaft. Besonders in jetzigen Zeiten, erst Corona, jetzt die weltpolitische Situation, wisst ihr alle, hört ihr auch in den Medien, Lieferengpässe, Probleme, Ware zu bekommen. Auch wir haben die, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, aber wir haben eben einen riesen Vorteil gegenüber unserem Wettbewerb in ganz Deutschland. Wir haben ein riesen Lager. Wir stehen hier in unserem Groß- und unserem Zentrallager, das sind über 1000 Quadratmeter Lagerfläche. Ich stehe jetzt hier nur mal in einen kleinen Bereich. Wir haben in einer anderen Geschäftsstelle auf der Heiligenburgstraße auch nochmal ungefähr 200 Quadratmeter Lager, dort spezialisiert auf Einsteckschlösser, weil das eben im mechanischen Bereich auch wichtig ist. Aber hier sind die gängigsten Produkte, die wir immer brauchen, vom Fenstergriff über den Schutzbeschlag, über Einsteckschloss, über Schließzylinder. Ich erzähle euch ja zum Beispiel immer mal was über Falkner Eigenmarke, Falkner Eigenprofilprodukte und. Oder wir hatten jetzt mal ein Video über das Fingerprint-Vorhangschloss, was auch immer. Fakt ist, all diese Produkte sind eben auch in größeren Stückzahlen sofort verfügbar. Und wir gucken immer, dass wir eben auch nie leer laufen. Ne? Wir haben dann eine Statistik hinter jedem Artikel und können wirklich sagen, okay, sobald es eine gewisse Grenze unterschreitet, wird auch wieder ausreichend nachbestellt. Auch mit der jetzigen Lieferzeit ausreichend nachbestellt. Und das ist, denke ich, wichtig für euch da draußen, weil wenn ihr einen Bedarf habt und ich sag mal, beim Nachbarn wurde eingebrochen und ihr braucht jetzt die Sicherheitstechnik, dann geht es ja nie darum, dass wir euch die Sicherheitstechnik in 3 Wochen liefern, sondern es geht ja darum, dass ihr möglichst am besten noch am gleichen Tag eine Lösung dafür habt und nachts wieder ruhig schlafen könnt. Und genau das wollen wir euch auch anbieten. Deswegen dieses Lager ist eine wahnsinnige Belastung auch für uns als Firma, weil all diese Produkte müssen sich natürlich drehen. Wir müssen immer gucken, haben wir auch die richtigen Produkte auf Lager? Welche Produkte müssen in den Abverkauf, weil sie einfach nicht mehr nachgefragt werden?
Das ist schon ein Aufwand, aber dennoch bin ich immer noch der Meinung, das Wichtigste ist, dass ihr da draußen zufrieden seid und dass ihr schnell eure Produkte bekommt. Auch in unserem Online-Shop ist das ein A und ist das ein ganz wichtiges Thema, aber auch in unseren Ladengeschäften. Und auch sowas, ihr kommt in unseren Laden und ihr sagt, ich brauche 20 Fenstergriffe. Ich bin jetzt ehrlich, unsere Ladengeschäfte werden die 20 Fenstergriffe nicht vorrätig haben, weil einfach, wenn die von jedem Produkt 20, 50 Stück hätten, müssten wir riesengroße Ladengeschäfte haben. Die haben vielleicht 5 da, aber die können euch sofort sagen, kein Problem, fahren Sie dorthin oder geben Sie uns die Adresse, wir schicken Ihnen die heute noch zu. Ihr habt die, wir haben die hier, es ist überhaupt kein Thema. Wir hier im Zentrallager haben wir bestimmt 500 von jedem Typ. Und das ist, denke ich, ganz gut so. Wenn man mal hier so reinleuchtet, ich weiß nicht, ob man das sieht, Schutzbeschläge, Transponder, Tresore, ich sehe hier Pflegespray, ich sehe hier Zusatzschlösser, hier sind Schließzünder, wir reden immer wieder über Schließzünder. Alle möglichen Längen, ihr könnt das sehen, 30, 50, 40, 45, aber auch so Sonderlängen wie 21, 21, also Kurzzünder, ist alles da. Und wie gesagt, für euch eine schöne Sache. Guckt bei uns in den Online-Shop, kommt zu uns in die Ladengeschäfte, sagt uns, was ihr braucht. Ich denke, wir können euch sehr, sehr schnell gut helfen. Das war es eigentlich schon mal mit dem Video. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ihr könnt uns jederzeit gerne besuchen, könnt euch auch selber ein Bild davon machen. Ihr seid herzlich eingeladen jederzeit. Schreibt uns da einfach in die Kommentare, schreibt uns an. Bei Bedarf, ihr habt einen konkreten Bedarf, schreibt an vertrieb@faelkner.de, ruft uns an, schreibt uns auf Instagram. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ansonsten, Video hat euch vielleicht ein bisschen gefallen, mal einen kurzen Einblick in unsere Firma bekommen, auf jeden Fall hier im Lager. Wenn das so ist, vergesst den Daumen nie, abonniert den Kanal und bleibt gesund, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier im Lager.